Weiter geht's mit Star Wars The Old Republic. Wir müssen den Planeten retten. Es wäre wirklich eine Schande, wenn Tatooine zerstört werden sollte. Oder so ähnlich. Let's go! Der Sith hat den Deaktivierungscode der Schocktrommel geändert, aber ich habe einen neuen. Ich bin auf dem Weg. Ihr seid noch nicht da? Brick und seine Familie sind in großer Gefahr. Och, nicht Brick. Sie sind ihren Droiden zum Minenkomplex gefolgt. Oh, ich habe versucht, nein, sie aufzuhalten, aber sie wollten euch unbedingt helfen. Brick hat gerade einen Notruf geschickt. Er sagt, dass ein Sanddämon bei der Mine ist. What? Das Ding greift sie an. Sanddämon? Ist das eine Kreatur? Diese Bestie von Haupttier ist das einzige Wesen hier, das Krayt-Drachen jagt. Und die sind riesig. Uh-oh. Brick hat keine Chance. Bitte, ihr dürft nicht zulassen, dass Brick und seiner Familie etwas passiert. Rettet sie und stoppt die Schocktrommel. Beeilt euch! Ja gut. Die Frage ist, wo ist denn die Schocktrommel? Ach du Scheiße. Kann ich da einen schnell reisen? Nope, können wir nicht. Nee, können wir nicht, okay. Wir nehmen mal den schnellen Wegpunkt dahin und gehen da lang und da, das geht schon. Das passt und was nicht passt, wird passend gemacht, ne, ist klar. Gut, ist alles Warcraft 3 Zitat. Ach, das passt sogar, ich darf den Gleiter benutzen. Ist das wunderschön? Moment mal. Duke Horus Thule. Ach, nervt mich nicht. Quatschkopf. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Abmarsch, letztes Gebiet auf Tatooine. Und dann haben wir's. Kann ich ein bisschen näher ranzoomen, ne? Ah, schade, wäre voll geil. Hoppala, uiuiui, hier wartet aber auch was auf mich. Gut, dass ich nicht zu Fuß gegangen bin. Heidewitzka, das wäre es ja gewesen. Was haben wir hier? Das ist ein Außenposten. Ein schöner Außenposten. Ach, da erinnert mich alles an Fallout 4. Ja, eigentlich sollte ich Fallout 4 spielen. Oder generell mal Fallout. Schön ein bisschen. Ah, aber Fallout 4 ist schon der beste. Na, okay, das ist ein Hot Take. Ich habe Vegas gespielt, ich habe 3 gespielt. Fallout 4 ist von der Mechanik her am besten. Aber ist kein Wunder, ne? Weil klar, neuer Teil und so. Ich glaube, von der Story her mochte ich Teil 3 am meisten. Und von. Ja, das ist ja wunderbar. Ich mag gefühlt alle Teile. Von der Atmosphäre her habe ich New Vegas geliebt. Das war geil. Mal schauen, wie viel Zeit ich in der nächsten Zeit habe. Wunderbar. Doppelt gemoppelt. Warte, wo ist denn der Eingang? Ne, wo ist denn der Eingang? Ach komm, die Karte ist für den Arsch. Führt mich hier runter und dann ist er da oben oder was? Wo ist. Ach komm. Nee, komm, machen wir nicht. Oh mein Gott, geht das feststecken? Ach komm, ihr Schweine, das geht nicht. Oh Gott, okay. Na komm. Na komm schon. Jawohl, komm. Ja, jetzt. Also. Na komm. Hör mal, was? Ja. Man muss nur Skyrim gespielt haben, sag ich. So. Mein Gott. Das war wieder ein Kampf hier. Zack. Trifft Brick und die Javas. Ach, die Javas. Ich liebe die. Brick? Hallo? Brick. Brick, da ist er. Nicht gut. Ich kann Meisterin Kiwiks überhaupt nicht mehr spüren. Du bleibst hier, ich rege das. Ich kümmere mich um die Bestie, mein Freund. Ja. Versuch du, deine Familie zu schützen. Ach, Brick. Ja, natürlich, ihr helft uns dann. Ich liebe Brick wirklich. Ich liebe den. Heldenmoment. Boah, die Musik, ne? Oh, die schallert rein. Zack. So. Okay, wo ist der Sanddämon? Ich sehe da gar solche Viecher auch noch hier, was? Was ist mit euch? Ey, knabbern an dem andersrum, was soll denn das hier? Mach ihn weg, komm.
Wo ist der Sanddämon? Wo ist er? Ich sehe keinen. Hä? Das ist er? Willst mich verarschen? Das ist ein kleiner Wicht. Ach komm, das war lächerlich. Ehrlich jetzt? Das ist es? Naja. Ich mach die Regeln nicht. Einfach rein. Bam. Tritt. Eine Bombe und ein bisschen würgen geht immer, ne? Oh, der hält auch ein bisschen was aus. Komm, brenn. Brenn tust du gut, ne? Jawohl, er brennt gut. So, Wunderbärchen. Wie komme ich denn dahin? Da oben oder was? Okay. Oder muss ich so machen? Nee, ne? Nope, ich bin nicht in der Nähe. Hier lang? Sieht gut aus. Komm, ein paar Blitze. Und weg mit dir. Bam. Ich meine, ich brauche zwar keine XP mehr, aber fühlt sich gut an, trotzdem ein paar zu schnetzeln. Da bin ich ehrlich. Was ist mit dir? Ey, was soll denn das? Mein Gott. Oh, noch so einer, das ist ja wunderbar. Das wäre jetzt nicht frei. Kick. Und ciao. Oh, hier rappelt es aber im Karton. Hey, 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 hey. Oh, da sehe ich schon die Effekte. Oh, oh. Wir nähern uns. Nee, geh weg. Ich bin nicht hier. Ruhig, ich bin nicht hier. Ich vermisse die Tastenräuber. Na komm, und ciao. So. Oh, Meisterin Kiwiks. Jetzt den Code benutzen schnell. We did it. Lebt sie noch? Stille. Endlich. Gut. Sie lebt noch. Ich kann wieder atmen. Ich bin schon so lange hier unten. Oh. Ruhig, Meisterin. Lasst uns euch helfen. Kira. Und der Padawan von Orges. Hallöchen. Ihr seid beide anders. Was ist passiert? Orges ist tot. Darth Angral hat der Republik den Krieg erklärt. Er hat Meister Orges umgebracht. Mein alter Freund. Möge die Macht ihn erhalten. Ich konnte diese Waffe nur überleben, indem ich mich in eine tiefe Trance versetzt habe. Die Macht selbst ist zu meiner Rüstung gefallen. Das ist ein cooler Trick. Das Halten der Trance hat mich erschöpft. Meine Kraft ist so gut wie erloschen. Bleib ganz ruhig, Meister Kiwiks. Wir haben Zeit. Ihr habt ein wahres Wunder vollbracht. Wir übernehmen ab hier. Ihr wart schrecklichen Gefahren ausgesetzt. Das vergesse ich nicht. Hier seid ihr. Ja. Ich wollte gerade zur Hilfe kommen. Ach, Seismologin brauchen wir nicht. Haben, dass die Schocktrommel deaktiviert wurde. Ihr habt es geschafft. Brick hat nicht übertrieben mit dem Sanddämon. So etwas habe ich noch das nie gesehen. Das kleine Ding. Es tut mir schon fast leid, dass ich ihn vernichten musste. Da ist er, der Brick. Meine Freunde, die Gefahr ist noch nicht vorüber. Selbst jetzt, wo sie abgeschaltet ist, bleibt die Waffe eine Bedrohung. Die kommt weg. Ihr kennt die Situation am besten. Was sollen wir tun? Begraben, zerstören, mir egal. Diese Technologie darf nie wieder in die falschen Hände geraten. Wir sollten die Höhlen mit Sprengladungen zum Einsturz bringen. Da sagt er was. Was? Die ganze Arbeit. Die Leute, die für den Schutz der Waffe gestorben sind. Denkt daran, wie viele sonst gestorben wären. So nämlich. Die Galaxis ist besser dran ohne solche Absolut. Waffen. Ich kümmere mich um die Schocktrommel. Ihr solltet zu eurem Schiff zurückkehren und General Vassatra darüber informieren, was passiert ist. Wir wünschen Meisterin. Jetzt, wo der Sanddämon tot ist und die Imperialen fort sind, solltet ihr in Sicherheit sein. Das Ding hier ist durch. Ihr müsst etwas wissen. Oh, oh. Und ich will, dass ihr es von mir erfahrt. Ich habe nie von meiner Kindheit erzählt. Ich bin nicht, wer ihr glaubt. Oh, oh.
So viel von dir ist nun klar für mich, Kira. Doch in einem Punkt irrst du dich. In welchen? Du bist genau diejenige, für die ich dich halte. Eine starke, fähige junge Frau. Eines Tages wirst du ein großer Jedi sein. So nämlich. Ein grauer Jedi, hehe. Wenn ihr sehen könntet, was sie alles erreicht hat, wärt ihr stolz. Wir treffen uns auf Tython wieder. Tython. Möge die Macht mit euch sein. Ebenfalls. Ebenfalls. Warum kann ich nach Mos Eisley nicht schnell reisen, the fuck? Oder ist das der... Ist das der Flughafen da, ne? Raumhafen? Nee, oder? Ich werde schon einen Ausweg finden, würde ich mal sagen. Tatsächlich. Okay. Na dann. Haben wir zu verticken? Melden Sie Ihre Beschwerden. Das kann weg und das kann auch weg. Sie sind einsatzbereit. Für Cash haben wir 211. Geil, wir haben langsam Geld. Geil. Hui, hopp. Und hopp. So, was? Nee, den brauche ich nicht. So ein Gefährtenhändler wäre ganz geil, wo ich Geschenke kaufen kann. Damit ich QRKs mit Geschenken vollballern darf. Bin ich richtig? Botschafter, yep, bin ich. Und... Warte, ich bin kein Botschafter? Was, echt jetzt? Wir waren Krieger? Upsi. Ah, na klar. Zwei Lichtschwerter ist immer ein Krieger. Ach, verdammt. Ups, falsch abgebogen. Upsi, dupsi. Zack. Protokoll-Druide, ey. Ach ja. So, jetzt aber wirklich hier. Ja. Oh, falsche Seite. Falsche Seite. So. Abmarsch. Tschüss, Tatooine. Das war wunderbar. Aber wir haben andere Sachen zu klären jetzt. Die Mucke ist geil. Ja, laber mich nicht voll gerade. Beschäftigt. General, Doktor, gute Nachrichten. Sehr gute Nachrichten. Und die Seismologin Harren sind in Sicherheit. Und was noch besser ist, die Schocktrommel wurde zerstört. Zerstört? Verdammt! Ich wollte den Prototyp doch untersuchen. Nee, wolltest du nicht. So ein vielversprechendes Modell. Das Ding hat nichts versprochen, außer Planeten zu vernichten. Absolut richtig. Ich bin nur froh, dass es weg ist. Ich habe gerade eine überraschende Meldung von einem meiner Kreuzer erhalten. Ja. Ein reinblütiger Sith-Lord namens Pavel hat sich freiwillig ergeben. Der ist gut. Er hat euren Namen erwähnt. Gibt es da etwas, das ich wissen sollte? Behandelt ihn sehr gut. Er war ein Schüler von Darth Angral, aber jetzt läuft er zu uns über. Ich habe versprochen, dass wir ihm nichts tun werden. Ihr findet immer neue Wege, mich zu beeindrucken. Ich sage meinen Leuten, sie sollen den Sith dem Hohen Rat der Jedi übergeben. Da werden sie schon wissen, was zu tun ist. Tatooine ist in Sicherheit. Aber Darth Angrals Kriegsschiff ist im Fahrsystem eingetroffen. Diese Agarwelt produziert fast die Hälfte der Nahrung für Coruscant. Oh. Ich habe die Flotte alarmiert. Aber ihr seid näher dran. Bin schon unterwegs, Chef. Ich bin dafür ausgerüstet, mit einem Schlachtkreuzer zu kämpfen. Aber ich denke mir schon was aus. Ja, so nehme ich. Wenn die Nahrungsproduktion auf Ufades zusammenbricht, wäre das ein böser Schlag für die Republik. Ja, nein, wird nicht passieren, spannend. Ein einzelnes Kriegsschiff kann doch nicht alles vernichten. Sag das mal den Leuten auf Taris. Koordinaten von Ufades werden übermittelt. Viel Erfolg. Danke. Wie, keiner will quatschen? Ach komm, ehrlich jetzt. Okay, wir machen einen kleinen Abstecher nach, ja, wohin eigentlich? Zur republikanischen Flotte. Ich muss ein bisschen was einkaufen gehen, ne? Ist klar. Hui, jupp. Wir brauchen ein paar Geschenke für Kira Carson. Gute Musik. Hey. Ganz ruhig, Tauntaum, ganz ruhig. Okay, wo zum Teufel gab's das nochmal? So, jetzt müssen wir überlegen. War das bei Festung und Crewfertigkeiten? Ich weiß es nicht mehr.
Irgendwo konnte man Geschenke kaufen. Ich weiß nicht, ob das hier war. Nee, hier war das nicht, oder? Ich glaube, es war, wenn, auf der linken Seite irgendwo. Ist das hier dann falsch? Ja, ne? Oder? Jop, Genregister. Ne, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen dann doch zum galaktischen Handelsmarkt. Oder Versorgungsgüter? Eieiei, okay. Da müssen wir mal gucken. So, es war, meine ich, auf jeden Fall auf der linken Seite irgendwo. Was ist das hier? Oh, was ist das? Was ist das? Raumschiff-Ausrüstung? Nein, oder? Okay, wir nähern uns aber. Okay. Das ist mein Bunker quasi hier, wo ich Sachen, ne, und so. Mein Tresor quasi. Und hier ist nichts. Och, nö. War es doch bei Versorgungsgüter? Ach, komm schon. Oder war das irgendwo... Jetzt muss ich überlegen. Moment mal. Das ist für Schiffe, ja. Das ist für... Was ist das hier? Gefährten. Ja, wusste ich doch. So. Seht euch ruhig. Was ist gut und günstig? Alles, was ihr hier seht, ist zu verkaufen. Mitte. Ich brauche was Günstiges. Wie wär's? Ach, die ist teuer, Mann. Die ist teuer. Beehrt uns doch wieder. Seht euch ruhig um. Alles, was ihr hier seht, ist zu verkaufen. Klein. Ach komm, Cubercast, stell dich jetzt mal nicht so an. Nichts. Klein. Ehrlich jetzt? Du bist speziell, wusste ich schon immer. Die mag gar nichts. Mitte. Wir können auch für Mitte gehen. Was wird sich mehr lohnen? Weil das große Ding kostet... Müssen wir mal gucken. Wie viel kostet das große Beehrt Ding? Beehrt uns doch wieder. Bei ihr. Wenn ihr was seht, das euch gefällt, ruft mich einfach. Groß, da. 5K. Ja, komm. Man darf auch nicht geizen, ne? Auch 20 Dinge reichen erstmal. Beehrt uns doch wieder. Das könnte jetzt ein Weilchen dauern. Ohne eins. Und zwei. Anscheinend mögt ihr mich doch. Das dauert. Anscheinend mögt ihr mich doch. Ich mag dich, Kyberkasten. Ich mag dich, ja. Du laberst mich nur ein bisschen voll manchmal. Anscheinend mögt ihr mich doch. Komm, wir machen das aufs Schiffchen. Anscheinend mögt ihr mich doch. Wir machen das aufs Schiff, ist klüger. Das müssen wir nicht unbedingt hier in der... auf der Flottending machen. So, wir müssen wohin? Botschafter, Schmuggler, Ritter. Dahin. Ich meine, ist die Mucke gut. Ufades heißt der Planet, ist auch nicht schlecht. So, tschüsschen. Ah, shit, hier kann ich... Nein, das war dumm von mir. Okay, wir müssen nochmal raus. Auf dem Schiff kann ich ihr ja nichts geben, ich Idiot. Man, denk nach. Denk mal ein bisschen nach manchmal. Mein Gott. Jetzt aber. Okay, und nochmal los. Eins. Das dauert jetzt ein bisschen. Anscheinend mögt ihr mich ja, doch. Ja, du bist wunderbar. Ich mag dich. Wie stehst du gerade zu mir? Anscheinend mögt ihr mich doch. Stufe 12. Okay. Wird besser. Anscheinend ich habe auch gefühlt 100k doch? Für die ausgegeben. Ne? Also... Anscheinend mögt ihr mich doch. Ich muss die mögen. Anscheinend mögt ihr mich ja, doch. Ja, ich mag dich. Anscheinend Boah, mögt ihr mich doch. Das geht jetzt die ganze Zeit so. Anscheinend mögt ihr mich doch. Nee. Anscheinend mögt ihr mich ja, doch. Ja, wunderbar. Noch was für dich? Anscheinend mögt ihr mich doch. Was ist das hier? So, klein. Alles klein für die. Naja, okay, schade. Anscheinend mögt ihr mich doch. Komm, fünfmal noch, dann haben wir's. Anscheinend mögt ihr mich doch. Anscheinend mögt ihr mich doch. Zwei. Anscheinend mögt ihr mich doch. Eins. Anscheinend mögt ihr mich doch. Und. Anscheinend mögt ihr mich doch. Wie stehst du zu mir? Gefährdung Kontakten? Stufe. Ja, wunderbar. Fast 14. Das ist wunderbar, wirklich. Sehr schön. Sehr gut, das hätten wir. Das hätten wir doch. QRcast mag uns jetzt sehr. Und das ist auch richtig so. Zack. Wo ist das jetzt hier da? Oh, okay. Oh, okay. Müssen wir ja auch landen? Oh, nee. Bin mal gespannt. Was steht denn hier so an? Keine Spur von Darth Angra. Ja. Aber Ufrades.
Ich war einmal mit Meisterin Kiwi. Oh mein Gott, was ist das denn? Das war alles so grün. Das ist nicht mehr grün. Tote General, Welt. Ich bin auf Uphrades angekommen. Keine Spur von Angral, aber der Planet... Oh damn. Seht besser selbst. Empfange eure Sensorendaten. Bitte warten. Uphrades Atmosphäre scheint zu brennen. Was konnte so etwas anrichten? Der Schaden passt zu den Entwürfen, die wir auf Ort Mantell sichergestellt haben. Ja. Die Verwüsterwaffe. Ein Weltenvernichter. Angral hat den Planetenfänger in etwas Schreckliches verwandelt. Der Verwüster bedient sich all unserer fortschrittlichsten Kriegstechnologien. Nicht gut. Angrals Sohn war ein Genie. Uphrades hatte Millionen von Einwohnern. Wow. Ganze Kontinente voller Ackerland. Alles Leben wurde ausgelöscht. Das Ausmaß dieser Tat ist unvorstellbar. Verheerend. Hä? Was kommt jetzt? Ich empfange eine Notfallübertragung. Sehr schwach. Oh. Sie stammt von der anderen Seite des Planeten. Republikanische Schiff, hört ihr mich? Hier ist das Lazarettschiff Daybreaker. Wir werden angegriffen. Imperiale Kommandos haben uns geentert. Wir brauchen Hilfe. Ich komme sofort. Das ist eins von unseren Schiffen. Vielleicht weiß die Crew, was hier passiert ist. Ich werde sie retten. Heute sterben keine Republikaner mehr. Kira geht auf Abfangkurs. Schon erledigt. Haltet euch gut fest. Ja, okay, ist ja gut. Geht die jetzt echt auf Abfangkurs? Die geht echt auf Abfangkurs. Damn. Alles klar.